Willkommen zurück im belgischen Großreich in Victoria 2. Wir haben es beim letzten Mal mitbekommen. Rang 3 der Welt sind wir geworden. Das ist unfassbar. Ob wir diesen Rang halten können, wird sich noch zeigen. Aber dieser, ja, zweite Weltkrieg, kann man fast sagen, wenigstens der zweite große Krieg, hat doch für einigen Erfolg gesorgt. So, wir werden hier gerade wieder unsere Truppen ein bisschen einteilen. Ja, sieht eigentlich so ganz gut aus. Hier fehlt ein bisschen Artillerie. Mobilisierungseffekt erhöht. Ups. Das wollte ich nicht. Die kleine Armee brauche ich. Dankeschön. Na? Jetzt. So. Sofort intervenieren. Joa. Gut, Madagaskar könnten wir jetzt in die Einflusssphäre holen. Ja, wie gesagt, ich glaube eher, es lohnt sich hier weiter die Kriege zu führen. Deswegen werde ich die jetzt tatsächlich in die Einflusssphäre holen. Auch wenn die als Kolonie schön gewesen wären. So bekommen wir auch teilweise Ressourcen, wenn wir sie in unserer Sphäre haben. Sehr schön. Gut, mittlerweile 18.000 Einwohner oder 18.000 männliche Bevölkerung, die immer neu dazukommen. Oh, und Kommunisten in Paris, in Frankreich tatsächlich, die jetzt an die Macht kommen nach all diesen Kriegswirren. Das ist ja höchst interessant. So. Hier werden wir mal die Meinung steigern. Hier sind die Sozialdemokraten an der Macht. So, es kommt wieder schöne Musik. Perfekt. Wir müssen wieder eine Flotte aufbauen, fällt mir auf. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Sind jetzt die Handelszerstörer besser als die Panzerschiffe? Nee, oder? Kreuzer. Warte mal, hier sehen wir doch Kampfschiff. Angriff 52, Rum 75. 52, 75. Okay. Panzerschiffe. 18, Rumpf 16. Okay, ich baue trotzdem noch ein paar Panzerschiffe. Dann bauen wir noch ein paar Kreuzer. Ein paar Kampfschiffe. So, hier auch noch. Ein paar Kreuzer, ein paar Kampfschiffe. Und in den anderen Bereichen können wir... Ach, da können wir nur Clippertransporter. Dann baue ich mal hier noch... Hier kann ich auch Schlachtschiffe bauen. Okay, brauche ich noch ein Schlachtschiff und vor allem Dampftransporter. Genau, ich habe hier ja noch 3000 Truppen stehen. Ihr marschiert hier hin, bitte. Ach, hier war doch noch eine Armee. Okay. Oh, und überall ist diese Kommunisten. Mongolei, bankrott. Wir bauen mal den Marinestützpunkt aus hier. Rumänien, Brasilien können wir intervenieren. Hier erhöhen wir ebenfalls den Marinestützpunkt. Können wir das jetzt eigentlich hier oben auch schon machen? Ah, auf Stufe 5. Sehr schön. So, gefällt mir das. So, Rumänien und Brasilien. Oh ja, hier ist, tobt ja noch der Krieg. Was ist, oder ist das jetzt nicht... Ist das schon wieder ein neuer Krieg? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Brasilien. Wir schauen uns den Krieg gleich an. Meinung steigern, das sind wir jetzt vertraut. Was ist das jetzt für ein Krieg hier? Also es gibt einmal Krieg Japan, das ist uninteressant. Burmesisch ist uninteressant. Hier... Rumänien kämpft scheinbar alleine gegen Deutschland, Dänemark und Lettland. Die trauen sich aber mit nur einer Kampfstärke von 8. Die wollen Deutsch-Ost-Siebenbürgen erobern. Okay, das schauen wir uns gleich mal an. Die haben schon minus 8 Kriegsstand. Ah, hier findet eine Schlacht statt tatsächlich. Die Dänen helfen den Deutschen hier. Artilleriebeschuss haben wir erforscht. Dann machen wir mal noch mit der Infiltrierung weiter und danach gehen wir voll auf die Industrie. Das ist natürlich spannend, wer hier diese Schlacht gewinnt. Also der Däne hat 3 Verteidigungen, der Rumäne 2 Angriff. Belgische Reaktionäre. Also ich habe ja eigentlich gar nichts gegen Reaktionäre, aber jetzt 6.000 sind nicht so erfolgreich.
Wir sind doch relativ reaktionär mit unserer nationalistischen Partei, oder? Wundert mich jetzt ein bisschen. Ach, die Deutschen haben hier eine kleine Provinz, wie auch immer die dazu kamen. Die Rumänen wollen nur diese kleine Provinz zurückerobern, ich verstehe. So, jetzt schauen wir mal weiter, wie hier der Krieg läuft. Die Schlacht scheint aber Dänemark in der Verteidigung zu gewinnen. Frankreich ist kollabiert tatsächlich. Die Kommunisten sind an die Macht in Frankreich gekommen. Keine Wahlen gibt es jetzt mehr, nur noch Regierungspartei nicht gestattet. Ja gut, Kommunisten an unserer Grenze können wir natürlich auch nicht gestatten. Da müssen wir wohl nochmal intervenieren, wenn der Waffenstillstand vorbei ist. So, hier verlieren die Rumänen. Die Dänen erobern teilweise zurück. Oh, in Deutschland gibt es auch Kommunisten. Was ist mit Berlin? Also wir haben sie wohl enorm geschwächt mit dieser Großkriegskapitulation ebenfalls. Die Russen haben, überall gibt es Probleme mit den Rebellen. Was eigentlich mit Italien? Wieso haben wir unser Bündnis nicht mehr? Minus 9, zu viele Bündnisse. Machen wir mal hier die Beziehungen bitte verbessern. Ist Spanien auch kommunistisch? Alle werden sie kommunistisch. Minus 76, zu viele Bündnisse. Weil wir zu viele Bündnisse haben, oder was? Werde ich auch mal die Beziehungen verbessern. Wir haben doch gar nicht so viele Bündnisse. Wir haben Briten, Russen. Ja, wir haben diese ganzen kleinen Nationen, ne? Aber mit Italien, denke ich, werden wir nochmal die Beziehungen verbessern und dann ein Bündnis noch versuchen zu bekommen. Oh, jetzt haben wir auch die kommunistische Revolution. Ah, natürlich mal wieder in den Kolonien. Dass ich hier eine Armee stehen habe, die wobei auch sehr Teil der Kommunisten ist. Ich hoffe, dass die sich nicht von uns abwenden. Ach du Schande, hier auch. Da müssen wir jetzt mal gucken. Ist das ein Angreifer? Na, da brauche ich einen Angreifer, bitte. Best einen mit mindestens plus 2. Das ist ein bisschen einfacher, wird die Schlacht. Das sind alles nur plus 1er. Wir haben einfach keine guten Generäle mehr. Trotzdem haben wir den letzten großen Krieg knapp gewonnen. So, ihr dürft auch auf Kommunisten. Uiuiuiuiuiuiui. Ja, da brauche ich wohl die 15.000 auch nochmal. Gehen wir vielleicht am schlauesten hier hin. Loango. Können wir, by the way, auch mal ausbauen hier und vielleicht das dann vorbauen. Flämische Nationalisten, das wird kein Problem sein. Wo bleibt die Flotte? Eine Kolonialausstellung. Ja, sehr gerne. Prestigetechnisch sind wir sowieso Rang 1. So. Es wird härter gearbeitet, bitte. Wenn wir ein bisschen die Geschwindigkeit hier erhöhen. So, bitte einmal ebenfalls hier angreifen. Ja, Angriff plus 3. Na, also. Gut, hier wurde alles bekämpft. Wir haben hier noch 23. Bin gerade am Überlegen, ob wir noch Truppen verbinden. Zu einer größeren Armee. Und vielleicht ein paar Kanonen extra stehen lassen. So, machen wir das mal so. Die lasse ich mal in Eindhoven. Jetzt haben wir hier 9,7. Da werden wir mal noch das und das dorthin schicken. Belgische Anarcho-Liberale, aber überall in den Kolonien sind die wieder aktiv. Ah, haben wir hier einen Angreifer? Wenigstens einen Angreifer plus 1. Ja, der reicht mir schon, denke ich. So, Osmanen wollen ein Bündnis haben. Sind in unserer Einflusssphäre? Ja. Vielleicht vorher noch das Bündnis mit den Italienern wieder schließen. Wie viele Truppen haben die? 39. Ja, gut. Wie viel haben die Osmanen? Oh, 69. Dann sind ja die Italiener noch sehr geschwächt von dem Krieg, in dem wir sie hineingerufen haben. Aber wir hoffen, dass sie sich wieder erholen werden. Eröffnung der Kolonialausstellung. Hervorragend. So, ich glaube, wir haben es hier ein bisschen mit den Schiffen teilweise übertrieben.
Deswegen muss ich mir das nochmal kurz anschauen. Mal hier ein paar weniger von diesen Kreuzern. Vielleicht ein Kampfschiff noch weniger. Weil hier oben wird mir schon angezeigt, dass wir das überschreiten werden, das Versorgungslimit. Aber gut, wir bauen ja auch unsere Marinehäfen parallel aus. Da wird das schon gut klappen. Da fällt mir ein, wir können wieder neue Truppen rekrutieren. Das sollten wir unbedingt machen. In Europa natürlich sehr viel einerseits Artillerie. Andererseits selbstverständlich auch Infanterie. Genau. Wollen wir mal einen Husaren jeweils noch nehmen. Genau. Und in Afrika bauen wir auch noch unsere Armee auf. Sehr schön. So, bevor hier wieder Rebellen jetzt im Osten kommen, schicken wir da mal ein paar Truppen hin. Überall können wir sie nicht hinschicken. So muss das erstmal reichen. So, also Frankreich jetzt kommunistisch geworden. Ich weiß echt nicht, manchmal mit meiner Maus. Die will manchmal machen, was sie möchte. Hier, die Freiheit strahlt. Oh, harte Arbeit zahlt sich aus. Ich denke, wir nehmen auch das Prestige mit. Andere Nationen sind voll des Lobes über uns. Da haben wir die Jakobiner, die bei uns wieder aktiv werden. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Die Rumänen, ja, verlieren langsam. Weltgeltung von Rumänien möchte Dänemark reduzieren, alles klar. Zweite spanische Befreiung von Katalonien. Ah, die Spanier wieder gegen Frankreich, die keine Militärmacht mehr haben. Also, wir haben die ziemlich, ja, zu Fall gebracht, sage ich mal so. Was ist denn die Balfour Declaration? Palästina, Israel erhält alle Kernprovinzen. Und wir erhalten Prestige. Weil wir wahrscheinlich... Ah, weil wir wahrscheinlich hier den Osmanen in unserer Einflusssphäre haben. Hm, darüber könnten wir wirklich nachdenken, dass es ein unabhängiges Israel gibt. Dass die Juden dort eine Zuflucht bekommen. Hm, wieso eigentlich nicht? So riesig sind sogar gar nicht hier die Bewohner, also das ist schon... Wisst ihr was, wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt, die berühmte Balfour Declaration. Wir möchten da helfen. Ihre Majestätsregierung sieht die Etablierung Palästinas als nationale Heimat des jüdischen Volkes wohlwollend und wird ihr Möglichstes tun, um das Erreichen dieses Zieles zu fördern. Da wir in Judäa und der Levante, den uralten Geburtsstätten der jüdischen Nation, bedeutenden Einfluss haben, können wir das befürworten. Kann ich das genauer sehen? Der dortigen Etablierung einer nationalen Heimat für das jüdische Volk. Ja, machen wir. Balfour Declaration. Sehr schön. Jetzt haben wir das jetzt nur unterstützt. Ah, okay, das kommt noch gar nicht dazu. Okay. Gut. So. Infiltrierung. Wunderbar. Das heißt, jetzt können wir uns schön auf die... Industrie stürzen. Da muss ich mal gucken, was ist denn da so das Wichtigste? Hier, Schichtarbeit. Und danach noch Strom und Elektroöfen. Wobei ich ja nach wie vor nicht weiß, ob diese Technologieübersicht... Haben wir ja schon mit dem Gasangriff gesehen, dass da alles... Dass es nicht so viel Sinn gemacht hat. So, wir bauen überall mal unsere Forts aus hier. Alles auf Stufe 5 erweitern. Wenn wir die nötige Technologie haben und das Geld, dann sollten wir dies tun. Oh, hier ist sogar nur Stufe 3 in Deutschland gewesen teilweise. In einzelnen Teilen, okay. Sehr interessant. Transvaal sollten wir auch mal noch alles ausbauen. Hier sind auch schon wieder Kommunisten unterwegs. Ah. Ich würde gerne hier erstmal überall durchmarschieren, bitte. Dorthin dann. Dann dorthin. Kann ich den Hügelkampf hier gewinnen?
hoffentlich. Ja, sieht aber sehr gut aus. So, da oben sind halt 63.000 Feinde. Ah, die haben sich aber aufgeteilt. Dann gehen wir doch dorthin. Und danach greifen wir die 46.000 an. Die aber auch schon wieder was belagern. Die sind da viel zu schnell. Wann kommen die an? 30. Juni? Ha, wir kommen vorher an. Können sie erwischen. So. Ah ja, hier die 24.000. Die müssten sich mal bitte noch hier um die... Erstmal immer die Truppen ausschalten. So. Perfekt. Haben wir Portugal eigentlich in unserer Einflusssphäre? Falls nicht, sollten wir das versuchen zu holen. Das sind die Briten wieder bei vertraut. Schauen wir mal kurz in unsere Investitionen in aller Welt. Brasilien sind wir sehr gut dabei. Ägypten klappt einfach gar nicht. Rumänien sind wir noch gut dabei. Persien haben wir fast soweit. Perfekt. Können wir ein bisschen schneller machen. Osmanisches Reich ist in unserer Einflusssphäre. Da werden wir mal wieder Meinungssenken von den Österreichern machen. Sehr gut. Niederlande. Ach, da haben wir die Italiener. Da werden wir mal Meinungssenken noch machen. Von den Italienern. In Madagaskar sind wir die einzigen mit Einfluss. Dänemark sind wir auf neutral, von den Deutschen immer runtergestuft. Das bringt sich... Lohnt sich eigentlich kaum, da zu investieren. Jetzt investieren wieder die Italiener. Dann würde ich sie da gerne die Botschafter gleich ausweisen, sobald das möglich ist. Das werden wir dann auf jeden Fall vorbereiten. Dafür brauchen wir, ich glaube, 65, oder? Einflusspunkte. Mal ein bisschen schneller hier. Wir besiegen noch die Rebellen. Keine Militanz bitte. Dann nehme ich ein bisschen wirtschaftlich Schwächen hin. Wir haben viel zu viel Militanz. Ich glaube, ich brauche bald wieder eine soziale Reform. Ich meine, geldtechnisch sieht es richtig gut aus. 10.000 machen wir. Wartet mal, wir müssen mal kurz die Niederländer schneller... Wir haben in Arras eine Kernprovinz erhalten. Ah, wir werden es wieder ganz knapp nicht schaffen, oder? Oder doch? Perfekt. Botschafter ausweisen, Italien. Das wird sämtlichen Einfluss entfernen und genau. Das wollte ich. So, Persien werden wir zu unserer Sphäre hinzufügen. Da müssen wir dann nur gegen die Briten vielleicht vorgehen. Militanz sollen sie verlieren, genau. Rumänien die Meinung steigern. Ägypten kommen wir nicht voran. Brasilien, ja, sind wir gut dabei. Portugal, können wir nochmal die Beziehungen verbessern, dass es schneller geht vielleicht. Algerien, ist nicht mehr in der Einflusssphäre der Franzosen. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir zu viel Infamie. Aber dann holen wir sie doch in unsere Einflusssphäre. Ja, ich meine, die haben ein paar Truppen. Nehmen wir doch das Bündnis an. Aber die Griechen haben nach wie vor, die bauen Truppen, aber irgendwie kommen die nicht. Deswegen, nee. Aktuell sehe ich das immer noch nicht als notwendig an. Oh, jakobinische Rebellen in den Niederlanden. Und schon wieder Rebellen in Frankreich. Jakobiner, okay. Schichtarbeit erforscht. Perfekt, dann machen wir weiter mit Stromregeneration. Ja, danach noch den Elektroofen. So, hervorragend. Läuft. Läuft alles nach Plan. Jetzt bin ich gespannt, ob die Franzosen nochmal kollabieren. Jetzt haben wir tatsächlich nur zu viel Infamie, dass wir keine großen Eroberungen mehr durchführen können. Wir müssen jetzt warten, bis wir wieder 14 haben. Ja, tatsächlich. In Frankreich gibt es wieder eine Kollabierung. Universalgewichtung, bevölkerungsbasiert gestattet, freie Presse. Also vom kommunistischen Regime sofort wieder... Hä? Zur Demokratie. Warte mal, die sind immer noch kommunistisch? Nee, das kann nicht sein, oder? Sind auf jeden Fall in der Demokratie geworden, die Wahlen hat, wo aktuell die Kommunisten an der Macht sind. Das ist ja höchst kompliziert. Höchst kompliziert.
So. Ja, hier sind die Rumänen wieder stärker geworden. Deutschen haben hier auch wieder ihre Truppen aufgebaut. Machen wir das mal nicht so groß. So, naja, wir wollten eigentlich ja da stehen bleiben, ne? Ja, genau. So, jetzt mache ich mal wieder eine Sozialreform, weil sonst wird die Militanz zu hoch. Guter Mindestlohn will kaum jemand, das wollen viele, das wollen Arbeitsschutz. Oh ja, Arbeitslosenhilfe machen wir jetzt. 5% wollte das. Jetzt ist die Militanz wenigstens wieder gesunken. Um 2 Punkte. Montenegro ist bankrott, das ist mir ziemlich egal. Ich habe immer noch in der Champagne Arbeitslose. Bin ja schon dabei, alles auszubauen. Ja, und die neuen Fabriken dauern leider sehr lange. So. Gibt's da nicht irgendeinen. Alle auswählen, alle abwählen. Einfach alle Fabriken durchgängig aufbauen. Da oben lohnt sich's aber gerade gar nicht. Ja, in Gelderland. Lohnt sich auch nicht so richtig. Niederrhein. Da sollten wir das machen. Sogar eine Luxuskleiderfabrik. Wurden da noch Fabriken gebaut, die ich nicht bewilligt habe? Wieso ist da eine Düngerfabrik noch gebaut worden? Na gut, im Rheinland haben wir ja noch Platz für neue Fabriken dann. So. Die Franzosen halten uns aber immer noch aus Ägypten fern. Also da hat sich nichts geändert. So, wir wollen kaum noch Militanz haben. Oh ja, die Militanz ist ja richtig zurückgegangen. 3,8. Sehr schön. Haben wir mal ein bisschen Ruhe und Entspannung hier. Ach, jetzt habe ich natürlich. Oh, erlaubt Panzer, erlaubt Geschützrohrfabrik. Perfekt, dann können wir da auch gleich wieder was bauen. So. Hierhin. Dorthin. Artillerie nach da oben, bitte. Artillerie nach da oben. Das ist noch Infanterie. Trennen wir mal. Und beginnen mit dem Bau der Fabriken in Gelderland. Eine Geschützrohrfabrik. Im Rheinland eine Geschützrohrfabrik. Gut, in Transvaal lohnt sich halt gar nicht so richtig. Ich bin fast noch am Überlegen, ob wir nicht lieber im Niederrhein eine bauen. Oder haben wir jetzt irgendwo anders noch eine Düngerfabrik? Hier, in der Champagne ist doch schon längst eine. Komm, das reißen wir ab. Weg damit. Lieber Platz machen für eine Geschützrohrfabrik. Die wird uns gutes Geld bringen, auch wenn die Panzer, sage ich jetzt mal, rein spieltechnisch, militärisch gar nicht so wichtig oder sinnvoll sind. So. Perfekt. Gut. So, Truppen wachsen hier fleißig wieder. Hervorragend. Wir werden immer stärker und mächtiger. Hier brauchen wir 6, 7. Was haben wir hier? 5, 8. 6, 7. Haben gar nicht mehr so viel Artillerie. Mehr Infanterie. Teilweise bräuchten wir wieder ein bisschen. Hier zum Beispiel ist viel Infanterie. Die schicke ich mal noch dort dazu. Hilferuf von Italien und Österreich. Was für ein Krieg ist denn das jetzt? Ach Gott, gegeneinander, ach Gott. Leute, jetzt muss ich mich wieder entscheiden. Italien und Spanien gegen Österreich. Ja, auf wessen Seite wollen wir uns da jetzt stellen? Das. Puh, ist schwierig. Beide rufen uns zu den Waffen. 184 zu 189. Also rein militärisch sehr ausgeglichen.
Die Italiener sind die Angreifer, wollen hier die Gebiete haben. Beides sind Großmächte. Aber die haben auf der anderen Seite keine Großmacht, deswegen wird es wohl leider kein großer Krieg. Wobei wir könnten eh nichts fordern, also Österreich und Italien, das ist so weit weg, das ist ja utopisch. Oh, die Briten hatten da damals noch gegen Spanien das im Süden gefordert. Tja, die Österreicher selbst haben 3 Armeen, aber die rekrutieren gerade richtig viel. Die Italiener... haben eigentlich nur 3 Armeen hier so, eine große, aber die rekrutieren auch. Tja, gibt es 2 Möglichkeiten. Wir halten uns entweder völlig raus aus diesem Krieg und machen danach wieder unsere Bündnisse. Wir haben gar kein Bündnis mehr mit Spanien, fällt mir auf. Wie stark sind denn die Spanier? 46, ja. Wenn wir uns auf italienische Seite stellen, haben wir halt auch noch Spanien sozusagen bei uns. Und dann würden wir halt mal wieder Österreich ein bisschen stutzen. Oh Gott, und die Russen haben auch schon wieder... Oh Gott, Kommunisten. Ja. Die Deutschen stehen mit der Sozialistischen Arbeiterpartei da. Sozialistisch, okay, SPD. Ich würde sagen, ich überlege mir das bis zum nächsten Mal. Was wir hier machen. Was diesen Konflikt angeht. Ich meine, egal wo wir eingreifen, wir werden den Krieg gewinnen. Weil wir einfach so eine Militärmaschinerie mittlerweile aufgebaut haben, dass das alles hervorragend läuft. Bauen hier mal die restlichen Truppen noch. Können wir schon Panzer? Wir können jetzt schon Panzer bauen. Oh ja, so ein paar Panzer wären dann vielleicht doch spannend. Wartet mal. Bauen wir mal so ein paar Panzer mit rein. Ich würde sagen, in jeder Armee eine Panzereinheit. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Machen wir es doch jetzt so. Dann haben wir 3, 4, 5, 6 Panzer. Wie viele Armeen haben wir aktuell? 4, 5, 6, 7, 8. Gut, dann brauchen wir halt langfristig noch 2 Panzer. Das kriegen wir ja hin. Okay, die Panzertechnologie ist zu Belgien gekommen. Und ja, wir dominieren. Wir werden jetzt noch eine gewisse Friedensphase haben. Dann wird es auf jeden Fall wieder einen Krieg geben. Müssen wir dann mal sogar überlegen, ob gegen Deutschland, die uns noch so verraten haben, oder doch weiter gegen Frankreich. Der Grenze wegen wäre es vielleicht sinnvoll, hier noch den Süden zu holen. Aber gut, das sehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch gefällt es weiterhin. Ja, und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt zu Victoria 3 oder auch andere Projekte zu Victoria 2 schauen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Kommt auch gerne auf meinen Discord-Server. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.